Louis van Gaal hat Großes vor bei der WM. Er will die Niederlande mindestens ins Halbfinale führen. Schon jetzt aber freut er sich auf die Zeit danach. Lange wurde spekuliert, jetzt ist es fix. Van Gaal soll Manchester United nach einer enttäuschenden Saison wieder zu Titel führen. Keine einfache Aufgabe, aber für José Mourinho ist der 62-Jährige genau der Richtige. Ich bin sehr glücklich, weil er ein großer Freund von mir ist. Er hat mir zu Beginn meiner Karriere sehr viel gegeben. Wir haben eine enge Beziehung, nicht nur wir beiden, auch unsere Familien. Und ich denke, dass er es verdient, weil er eine fantastische Laufbahn aufweisen kann. Zwischen 1997 und 2000 war Mourinho beim FC Barcelona Co-Trainer von Van Gaal. Eine harte Schule, die den Portugiesen geprägt hat. Seitdem sind sie Freunde. Bei Manchester United erhält Van Gaal einen 3-Jahres-Vertrag. Nach Barcelona und Bayern ist der englische Rekordmeister nun der dritte ganz große Club, den der Niederländer übernimmt. Er habe große Ambitionen und sei sich sicher, mit Manchester Geschichte zu schreiben, sagte Van Gaal, überzeugt von sich, wie man ihn kennt. Die Premier League bekommt einen weltweit anerkannten und namhaften Trainertypen. Dass er nun nach England kommt, zum ersten Mal und dann noch zu einem Club wie Manchester United, das hat er verdient. Für die Premier League ist es ein Gewinn, dass eine Person mit seinem Format, von seiner Größenordnung zu uns kommt. Ich denke, das ist gut. Van Gaal steht für Erfolg, aber auch für verbrannte Erde. Für ein großes Selbstbewusstsein, das aber schnell in Arroganz umschlagen kann. Seine Titelliste ist jedoch beeindruckend. Er war Meister in den Niederlanden, Spanien und mit Bayern München auch in der Bundesliga. Mit Ajax Amsterdam gewann er den UEFA Cup und die Champions League.